Hey Leute, letztes Jahr hat uns Apple mit dem Mac Studio das Blaue vom Himmel versprochen und als ich das Ding dann in meinem Review getestet habe, stellte sich heraus, dass der Himmel schon ziemlich blau ist, aber da auch ein paar Wolken waren, die uns Apple so ein bisschen verschwiegen hatte. Und jetzt gibt es einen Nachfolger, den Mac Studio mit dem M2 Ultra Prozessor und ich habe den an sein Limit und darüber hinaus getrieben. Das Design ist so minimalistisch, dass sogar ich es etwas zu simpel finde. Es ist eigentlich nur ein höherer Mac Mini. Nie im Leben würde man vom Äußeren darauf schließen, dass im Inneren das Krasseste ist, was Apple derzeit zu bieten hat. Vorne zeigt nur eine kleine LED an, dass der Computer an ist. Obendrauf ist ein Apple-Logo aus Glas und unten steht der Produktname, inmitten hunderter kleiner Löcher, die zum Kühlsystem gehören. Hier wird Luft angesaugt und hinten kommt sie wieder raus. Man kann unter Belastung spüren, dass das Gehäuse oben warm wird, aber dank dem verbesserten Kühlsystem ist der Mac Studio jetzt deutlich leiser. So leise genau genommen, dass man ihn selbst nach stundenlangem Videoschnitt nicht wahrnehmen kann. Das ist aber auch wichtig, denn der Mac Studio wird meist direkt vorm Nutzer auf dem Tisch stehen. Und er sollte auch so locker dastehen, dass man ihn ab und zu umdrehen kann, denn hinten warten einige nützliche Anschlüsse. Viermal Thunderbolt 4, zweimal USB-A, einmal 10 Gigabit Ethernet, einmal HDMI 2.1 und ein AUX-Anschluss. Vorne sind zum Glück auch ein paar Anschlüsse, zweimal Thunderbolt 4 und einmal SD-Karte. Ich liebe und verwende diese Ports andauernd. Ich habe den Mac Studio auf dem Fahrrad dabei gehabt, was beim Mac Pro eher kompliziert gewesen wäre und das ist halt ein krasser Vorteil, dass ich diesen Computer auch mal mit zu einem Projekt, mit zu einem Kunden oder mit nach Hause nehmen kann. Das Ding wiegt nur 3,6 Kilo und ist etwa ein Achtel so groß wie übliche Desktop-PCs, aber die Performance ist alles andere als klein. Im Mac Studio kann man zwischen zwei Prozessoren wählen, dem Apple M2 Max und dem Apple M2 Ultra, der aus zwei M2 Max besteht und über eine Bandbreite von 2,5 Terabyte pro Sekunde verbunden ist. Das Ergebnis ist ein Chip mit 134 Milliarden Transistoren, immerhin 20 Milliarden mehr als im Vorgänger. Ich habe hier das Modell mit 24 Kern CPU und 76 Kern GPU. Das sind nicht nur mehr Kerne als im M1 Ultra, es sind auch schnellere Kerne. Der maximale Unified Memory liegt jetzt bei 192 GB. Unified Memory ist kein normaler Arbeitsspeicher. Es ist ein Speicher, der von der CPU und GPU gleichzeitig verwendet werden kann. Weil die Daten also geteilt werden, müssen sie nicht doppelt kopiert werden und das spart Zeit und Speicherplatz. Die Nvidia RTX 4090 hat 24 GB Videospeicher, der M2 Ultra hat 129 GB. Aber Grafikspeicher ist das eine und Geschwindigkeit das andere. Und hier steigert Apple die Leistung um 30% im Vergleich zum Vorgänger auf 27,2 Teraflops. Die stärkste Grafikkarte, die man für den Mac Pro haben kann, die AMD 6800 Duo, erreicht 30,2 Teraflops und man kann sogar zwei von ihnen verbauen. Allerdings kostet diese Karte allein schon mehr als der ganze Mac Studio. Die RTX 4900 Ti hat sogar 100 Teraflops, sprich 3,5 mal mehr Leistung als der M2 Ultra, sie verbraucht aber auch 600 Watt, wohingegen der gesamte Mac Studio nur maximal 200 Watt benötigt. Und ich weiß, das ist jetzt nicht das Review vom neuen Mac Pro, aber hätte Apple mit Nvidia zusammengearbeitet, könnten sie einfach mal 200 Teraflops an Grafikleistung haben und so haben sie halt nur 27 Teraflops. Aber so interessant diese ganzen Daten und Zahlen jetzt auch sind, in diesem Video will ich mich auf Alltagstests beschränken und auf die Performance in echten Aufgaben. Also los geht's. Zunächst einmal habe ich die CPU getestet. Eine Szene in Blender, die nur über die CPU gerendert wurde, schnitt 31% schneller ab als auf dem M1 Ultra. In Handbrake, einem Videokonvertierungsprogramm, was nur die CPU belastet, ein ähnliches Spiel. Der M2 Ultra war 24% schneller als der M1 Ultra. Beim 28 Kern Intel Mac Pro war in Blender 6% schneller, in Handbrake jedoch 12% langsamer. Also sagen wir einfach mal, dass der Mac Studio ähnlich stark oder sogar etwas stärker ist. Das ist insofern bemerkenswert, weil erstens der M2 Ultra nur 16 Performance-Kerne hat und der Mac Pro 28 und zweitens der Intel-Prozessor allein mehr gekostet hat als der gesamte Mac Studio. Und das waren jetzt nur Multicore-Szenarien. In Single-Core-Anwendungen, von denen es eine ganze Menge gibt, übertrumpft der M2 Ultra den Mac Pro haushoch, was den Viewport in Blender oder Bildbearbeitung oder einfach Surfen im Internet unheimlich direkt macht. Die Grafikeinheit hat sogar ein noch größeres Upgrade bekommen. Während sie letztes Jahr noch etwas hinter meinem Mac Pro mit zwei W5700X Grafikkarten lag, ist sie jetzt ein gutes Stück schneller. In Blender 240% schneller und auch in Geekbench 6 Metal
etwa 24% schneller als der Vorgänger. Ihr seht also, es hängt schon auch davon ab, was man mit dem Mac Studio macht. Nicht in allen Aufgaben ist er viel schneller, aber in manchen Aufgaben ist er sogar sehr viel schneller, als Apple versprochen hat. Und auch ich empfand gefühlt in Programmen, wo ich sonst Ruckler gesehen habe, dass dort jetzt weniger oder gar keine Ruckler mehr waren. Auch die Neural Engine ist 40% schneller geworden. Das ist ein spezifischer Chip für künstliche Intelligenz. Davon profitieren längst nicht alle Programme, aber von Tag zu Tag werden es mehr. Videobearbeitung ist eine große Stärke von Apple Silicon, weil es eine extra Media Engine gibt. Halt, habe ich eine gesagt? Ich meine natürlich zwei Media Engines. Und die sorgen für eine flüssigere Wiedergabe von H.264, H.265 und ProRes-Dateien. Die Leistung entspricht 7 Apple Afterburner-Karten, die man damals zu einem Stückpreis von 2.200 € kaufen konnte. Es ist also möglich, 22 8K ProRes-Videos gleichzeitig ohne Frame-Drops wiederzugeben. Das sind 17,5 Milliarden Pixel pro Sekunde. Beim M1 Ultra konnten Programme leider nur auf eine Media Engine zugreifen, aber jetzt sind beide aktiv und deswegen halbieren sich Exportzeiten nahezu. Es ist fast schon gruselig, wie schnell das geht. Zwei Kritikpunkte, die ich beim M1 Ultra schon angebracht habe, bestehen leider immer noch. Erstens, für 3D-Arbeiten ist der Mac Studio weiterhin kaum nützlich. Die meisten Programme sind für Nvidia optimiert und deswegen konnte eine RTX 3090 in meinem Test eine Szene in 35 Sekunden rendern, für die der M2 Ultra 2 Minuten 11 brauchte. Und zweitens, Final Cut ist bei mir sicherlich 5-mal häufiger abgestürzt als auf dem Mac Pro. Das liegt am ECC-Arbeitsspeicher im Mac Pro, der besonders stabil läuft und das Apple Silicon Team hat scheinbar an dieser Stelle noch Nachholbedarf. Witzigerweise hatte ich aber das Gefühl, dass der Mac Studio so schnell und flüssig läuft, dass ich die Zeit, die ich durch die Abstürze verliere, wieder durch die kürzere Rechenzeit reinholen kann. Fazit: Der neue Mac Studio ist zwei Dinge. Entweder die Leistung eines MacBook Pros nur 1.000 € günstiger oder der stärkste Mac aller Zeiten und das für 4.800 €, was 3.500 € günstiger ist als der neue Mac Pro und Zehntausende Euros günstiger als der alte Mac Pro. Es ist schon ziemlich faszinierend, wie wahnsinnig viel Leistung in dieser effizienten kleinen Box steckt und das macht es für mich sehr schwer, etwas zu kritisieren. Der einzige Kritikpunkt, den ich habe, ist, dass so wie ich den Computer heute kaufe, er halt auf Ewigkeiten sein wird und das bedeutet, wenn irgendwelche neuen Technologien erscheinen, künstliche Intelligenz, moderne Grafikkarten, ich darauf halt einfach null reagieren kann. Trotzdem ist dieser Computer hier für 99% der kreativen Menschen da draußen wirklich die optimale Lösung und wahrscheinlich auch mein neuer Computer.